Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia und ich muss mir das hier oben nochmal ganz genau angucken. So, nochmal flau irgendwie versuchen, einen Ballon hier irgendwie hinzumachen, weil irgendwie müssen wir an diesen Dietrich. Gut. Da haben wir zumindest schon mal wieder einen neuen Ballon. Was verändert sich hier, wenn ich das jetzt runter mache? Hier, das Ding geht offen. Hier ist so eine Klappe. Kann ich die Klappe irgendwie festbinden? Mit dem Erdmagnetenfeld. Ich habe bloß jetzt irgendwie nicht viel. Ich habe bloß die Handschellen. Lieber nicht. Okay, einen Bohrer hatten wir ja schon mal probiert. Vielleicht die Handschellen. Irgendwie. Jawohl, das geht. Okay. Und jetzt können wir doch bestimmt da irgendwie. Ja, super, das bleibt offen. Okay, dann gehen wir jetzt mal. Top, das ist natürlich geil. Das ist mir gefallen, wo ich so ein bisschen nachgedacht habe. Das Spiel lässt einem einfach keine Ruhe. Mensch, was soll das denn? Nein, Spaß. So, jetzt sind wir hier drin und können uns den Dietrich snacken. Und mit dem kriegen wir hoffentlich das Zellengitter drauf. Jawohl. Ja, super. Und jetzt haben wir doch noch hier. Jawohl, hier dieser Arztschrank. Kriegen wir den vielleicht auch mit auf, weil er ist ja so ein super Schlösserknacker. Oh, das ging ja durch. Ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Das ging natürlich schnell. So, was haben wir da noch? Ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. Okay. Aufputschmittel. Ah, warte mal. Wasser. Warte mal. Erfrischendes Wasser. Energiereiches Wasser und klares Wasser haben wir. Rezept, zeig mal her. Okay, klares Wasser. Energiereiches Wasser und belebendes Wasser. Haben wir jetzt. Irgendwie ist das noch nicht abgehakt. Egal. Wir brauchen noch belebendes Wasser, also das von dem Ochsen, wo wir hoffentlich mit der Spritze jetzt irgendwie rankommen. Und die dritte Zutat haben wir ja nicht auch gefunden. Das ist schon mal gut. So, dann kommen wir her. Gucken, ob wir das abzapfen können. Einem zornigen Stier Blut abzapfen? Ha, Kinderspiel. Alles klar. Haben wir die Spritze jetzt noch? Oder ist sie jetzt weg? Stierblut? Check. Da haben wir jetzt alles. Ich will das jetzt da reinfüllen. Sauber. Das besondere Wasser hätte ich schon mal. Ja, und jetzt müssen wir noch dieses Pulver bei Toni malen. Das haben wir ja schon da reingelegt. Aufputschmittel. Aufputschmittel. So. Und kurbeln. Super. Ich nenne die Mischung Rufus schonungslos. Der Jungfrauenkiller. Oder Retter? Nein, Killer klingt cooler. Okay. Rufus der Jungfrauenkiller. Muss ich mir merken für einen Videotitel. Und jetzt können wir endlich den Kaffee malen. Hoffentlich. So, da. Haben wir eigentlich alles? Ich weiß jetzt nicht, warum das da nicht abgehakt ist, weil das haben wir eigentlich, aber erstmal gehen wir in den Laden. So. Können wir es doch bestimmt da jetzt reinfüllen. Das Pulver habe ich schon mal. Und das Wasser haben wir ja auch. Ab in den Tank damit. So, dann gib ihm. So, das war's. Ich habe alle Zutaten gefunden. Wundervoll. Ich kann dir kaum sagen, wie gespannt ich bin, was jetzt passiert. Ich dachte, wir machen Espresso. Ja. Du hast recht. Dies ist ein erhabener Moment. Wir sollten ihn nicht mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören. Atomkerninnendrücke? Höret, ihr Götter der Vorväter! Mit edelsten Zutaten und unter höchster Kompression
bitten wir euch, öffnet die Pforte zum Espressoversum. Au, Backe. Oh, das eskaliert richtig hier überall. Mehr Druck! Mehr Druck! Okay, okay. Oh, Black Screen? Also, was heißt Black Screen? Das ist ein letztes Witz. Das muss ja ein Gebräu sein, Alter. Sind wir tot? Nein, das fühlt sich anders an. Wie du weißt, habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Ach ja, habe ich vergessen. Dabei fällt mir ein. Trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Psst, da passiert was. Oh. Ach, da liegt der Boden. Puh. Ich glaube, das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen. Okay, nice. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir das abgeben können. Aber ich glaube, wir müssen erst diesen Brand machen, oder? Da war doch mal was, aber vielleicht können wir das jetzt geben. Was ist das für ein beißender Geruch? Das ist Medizin. Mhm. Sagt wer? Sag ich. Und wer ist hier der Arzt? Sag du. Sagen wir es zusammen? Ich. Unentschieden. Drei Gewinnrunden. Du. Ich. Ha. Gewonnen. Mist. Tja, das heißt, wir müssen die erst weglocken. Irgendwie müssen wir auf jeden Fall noch an die Coupons kommen von der Post. Wir haben ja noch dieses Narkotium und wir haben ja diesen... Warte mal, vielleicht können wir das Narkotium in den Ballon... Meine erste Erfindung waren Wasserbomben, die gleichzeitig als Stinkbomben daherkamen. Bei der hiesigen Wasserqualität naheliegend. Aber man muss auch drauf kommen. Und das damit noch wie? Und dann... Ich bin tödlich. Wie ein Pfeilgiftfrosch, aber cooler. Ein Pfeilgift, Geheimagent. Okay, wir brauchen ja noch ein Zielrohr. Da gesagt, jetzt, ich weiß nicht, dann könnte er doch den Pfeil da an das Zielrohr stecken. Und der Trichter würde ein hervorragendes Blasrohr abgeben. Das funktioniert, als ob. Geil. Tatsache. Und jetzt können wir doch mit dem Blasrohr. Toni. Wir müssen uns wahrscheinlich erst hier oben hinstellen. Jetzt. Jawohl. Au! Was nice. Zum? Ein Dartpfeil? Gleich? Und? Zack. Das war's dann. Ach, was rege ich mich eigentlich so auf? Strike! Super, dann mal reinspaziert. Und dann können wir uns auch jetzt helfen. Hey, Toni. Jawohl. Ich nehme mir ein paar von den Coupons, okay? Ich kann nicht mehr gesagt haben, dass ich auch... Ach, juckt sie nicht. Und wo wir gerade dabei sind, übernimmst du diese Woche doch nochmal den Abwasch? Und du könntest nicht mehr... Und da ist ja... So gefällt mir Toni gleich viel besser. Ich hatte schon Angst, ihr Körper sei inzwischen immun gegen Beruhigungsmittel. Ich habe übrigens neulich deine Familienfotos als Isoliermaterial für einen Wetterballon benutzt. Moment mal, was? Sagtest du irgendwas von Wetterballons? Nein, ich sagte Coupons. Donnerwetter? Was für tolle Coupons. Lass die Finger davon. Die sind abgezählt. Abgezählt in unserer Tasche. So, dann ganz schnell wieder raus. So, und da haben wir erfolgreich geklaut. Jetzt können wir doch bestimmt damit zur Post. Haben wir jetzt hier diese Coupons. Können die dann Flotte geben? Sie hat mich nicht vorgelassen, also bekommt sie auch kein Abschiedsgeschenk. Okay, so. Ich sagte,
weg da. Das Postamt bleibt geschlossen, bis die Uhr am Öffnungsschild wieder da ist. Okay, das heißt, wir haben jetzt super tolle Coupons, aber können damit nichts anfangen. Haben aber immer noch die Wünschelrute und wir müssen safe jetzt ein Feuer legen. Haben wir noch den Brenner? Ja, den Brenner haben wir auch noch. Bei Wenzel ist auch nichts mehr los, ne? Der ist ja oben. Ne, warte mal. Ich gehe nochmal hier mit den Quatschen, mit den dreien. Was ist das eigentlich hier? Karton. Die Luftballons lagern hier offenbar. Ich frage mich, für welchen und warum auf... Weil da ist so ein Symbol nicht anzünden. Jawohl, ja. Was riecht denn hier so komisch? Feuer! Jetzt sind das einfach in der Bude an. Schutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Wo ist das Feuer? Na dort, die Kammer steht in Flammen, Herrgott! Keine Sorge, Ihr Feuer ist so gut wie gelöscht. Okay. Jetzt müssen wir ganz schnell das Mittel geben. Nix da, Rufus. Finger weg von der Elysianerin, Rufus. Aber da gehört ein Trichter hin. Sie verweigern allen Ernstes einer todkranken Person meine Hilfe? Damit machen Sie sich strafbar, Lotek. Seien Sie froh, dass Inspektor Gizmo nicht hier ist. Warte mal, hier liegt doch noch was. Ein Stethoskop. Na endlich. Ich dachte schon, ich muss für immer in diesem Schrank bleiben. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Medizinmodus aktiviert. Dr. Gizmo zu Ihren Diensten. Wie steht es um die Patientin? Unverändert, würde ich sagen. Die Diagnose überlassen Sie am besten dem Arzt. Wo ist denn jetzt mein Stethoskop? Es ist fort. Alarm! Diebstahl! Polizeimodus aktiviert. Wachtmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Niemand verlässt den Tatort. Okay, warum kannst du das nicht wieder wegmachen? Kann ich jetzt vielleicht hier in die Tasche? Oh. Ach, ich hab's schon. Aber Rufus, Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. So. Das reicht jetzt aber. Ach, kommen Sie, Gizmo. Sie haben jetzt wirklich Wichtigeres zu tun. Sagen Sie mir nicht, wie ich meine Arbeit zu tun habe. Oder wollen Sie jetzt mal von Ihrer Schuld ablenken? Ja, genau, jetzt fällt ihr auf. Das ist doch wohl... Aha, da ist ja auch der Corpus Delicti. Damit ist das Puzzle komplett. Das Geheimnis um den diebischen Bürgermeister ist endlich gelüftet. Diebischer Bürgermeister? Was erlauben Sie sich? Hände hoch, Lotek. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Sie sollten aber. Ich will aber nicht. Sie haben keine Wahl. Ach ja? Sie sind gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich glaube, während die streiten, kann ich der Person was geben. Na und? Also Sie sind trotzdem gefeuert. Ich muss nur noch sicher gehen, dass auch kein Tropfen verloren geht. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Dann knallen wir ihm mal einen Trichter in den Kopf. Zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. So. Sie können mich nicht feuern. Ich... Was... Wo... Wer war das? Ich war das. Rufus? Alles okay bei dir? Oh Mann. Wo ist... Ach so, da ist er. Was ist passiert? Du hast die Fremde geweckt und einen Schlag auf den Kopf bekommen. Goal? Wo ist sie? Wie geht es ihr?
Sie ist immer noch nicht ganz klar im Kopf. Ich glaube, ihr Implantat wurde bei ihrem Sturz ernsthaft beschädigt. Sie ist jetzt zwar bei Bewusstsein, aber sie redet nur Kauderwelsch. Darf ich sie sprechen? Natürlich. Sie liegt gleich da vorne. Ich habe sie erst einmal auf die Krankenstation eingewiesen. Aber überstrapaziere sie nicht. Sie braucht jetzt vor allem Ruhe. Kein Problem. Danke, Doktor. So, Freunde, ich würde sagen, wir reden in der nächsten Folge mit ihr. Also bleibt dran und bis dahin. Ciao.